Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Crysis. In der letzten Folge sind wir ja unglücklich gelandet. Mit dem Fallschirm, ist klar. Zielpunkt nicht so genau getroffen. Haben uns alleine durch den Dschungel ein bisschen geschlagen. Ein paar kleine Gegner getroffen. Und natürlich einen Kameraden. Und sollten mit ihm zusammen zum nächsten Kameraden vorrücken. Aber, ihm hat es nicht so gut erwischt. Irgendwas hat ihn getötet. Aber es waren sicherlich nicht die koreanischen Soldaten. Mysteriös. Was ihr aber noch seht, ich habe die Grafik ein bisschen verbessert. Also sprich, was heißt die Grafik an sich, die Helligkeit. Es sieht jetzt viel besser aus und wir sind am Tage unterwegs. Das ist das Allerbeste. Ja, und nichtsdestotrotz machen wir uns jetzt weiter und gucken, was jetzt passiert. Bin gespannt. Und ich muss nicht erwähnen, dass Crysis mir echt Spaß macht. Ich musste leider den kleinen Teil wieder von vorne machen bis dorthin. Und hab so einige Sachen noch zusätzlich entdeckt. Ach, das wird geil. Ja, okay, erhalten. Stärkesprung. Okay, Moment, das ist der. Hä? Ah, okay. Gut. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnmodus? Tarnfeld aktiviert. Ah, cool. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise bitte. Feuermodus habe ich jetzt auch gewechselt. Vielleicht habe ich jetzt einen Einzelschuss, oder? Ja, Einzelschuss, alles klar. Sieht man unten rechts. So, ich bin mal gespannt, wie ich mich also als Stealth-Gamer schlage. Habe ich lange nicht mehr gemacht. So. Wo sind die denn? Okay, ich schleiche mal an. Oh, okay, Tamus habe ich nicht ewig. Moment, ich muss warten auf die Energie. Weiter. Tarnfeld aktiviert. Okay, ich muss nicht sagen, wie nervös ich gerade bin. Weil ich das Spiel ja überhaupt nicht kenne. Okay, ich deaktiviere mal eben. So, aktivieren. Tarnfeld aktiviert. Ist er denn? Ja. Ah, beweg dich nicht so. Beweg dich nicht. Verdammt. Komm nicht hinterher so ganz. Energie kritisch. Ah, da war einer. Okay. Der war direkt neben mir. Tarnfeld aktiviert. Ja, jetzt müsst ihr. So, wo ist er? Der ist jetzt nicht weit. Da. Okay, Freundchen. Feierabend. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn ich im Tal muss, anscheinend schieße, ist die Energie komplett weg. Okay. Da muss ja mal einer gesagt sein. Gesagt werden. Gut. Aber Leute, ich übe noch. Ich spiele auch eine Schwierigkeitsgrad normal. Das heißt, so ein bisschen Verzweiflung wollte ich schon haben. Okay, ach so, da habe ich auch noch eine Taschenlampe. So, die mache ich mal lieber aus. Jetzt mal eben die Munition nehmen. Also, ja, stimmt ja. Ah, ich kann auch hier umschalten. Gut. Aber die Waffe gefällt mir bis jetzt am besten. So, weiter geht. Die wilde Fahrt. Ich muss mich noch so... Nomad, ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Alles klar. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Gut, Chef, das machen wir. Weiter, aber jetzt nicht so hastig. Kann sein, dass da was ist. Ich schau mich mal um. Ja, ganz ein Dickicht. Hätte ich doch lieber eine Machete eingepackt. Gefällt's nicht. Kann ich nur in der Richtung oder kann ich auch... Ne, ich muss glaube ich in der Richtung. Soweit ich weiß, spielt das in dem Jahr 2020. Also finde ich gar nicht mehr so schlecht. Wenn man überlegt, in 8 Jahren so eine Technik. Ja. Ich meine, hey, ich habe schon im Fernsehen gesehen, dass man mit kleine Exoskelette bzw. so Panzerungen ja experimentiert. Warum nicht? Ah. Ah, so gefällt's mir. Das ist schön. Die Sonne strahlt.
Vöglein zwitschern, es ist doch ein idyllisches Paradies. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Wow. Ich muss erst... Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Ah, das hier, ja. Ich muss sagen, ich genieße das. Hä? Okay, Störsender. Gut. Ja, sieht geil aus. Also ganz schön viele Soldaten. Ich weiß nicht, wie ich mich schlage, Leute. Na, wir werden mal sehen. Ich habe gedacht, dass ich diese Parts von Crysis vielleicht doch ein, zwei Minütchen länger mache als 15 Minuten. Um ein bisschen noch hier Action zu haben. Aber erstmal schleichen wir uns an. So, Tarnfeld aktiviert. Das ist jetzt, man kann hier anscheinend eine männliche und eine weibliche Stimme einstellen. Ich war überlegen, ob ich die weibliche nehmen soll, aber na, bleiben wir doch lieber beim Mannequin. Tarnfeld aktiviert. Bin ein bisschen nervös, wie gesagt. Da schleichen wir uns mal an und mal gucken, was hier passiert. Ein Hühnchen. Niedlich. Okay. Hier ist einer ganz in der Nähe. Energiekritisch. Ja, es ist erledigt. So. Gucken wir mal, wo der zweite ist. Ich meine, hier ist noch einer. Also schlecht. Ich glaube, da hat gerade einer geschrien. Bestimmt hat man die Leiche gefunden. Scheiße, die haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Schlecht. Tarnfeld aktiviert. Okay. Ich sehe es gerade, die kommen hier an. Gehen wir mal hier um die Ecke. Jetzt gehen wir mal schauen. Scheiße, ich hab gedacht, das wäre eine gute Idee gewesen. Ah, die haben noch einen Wagen. Ich werd bekloppt. Da. Bam. Ab zum Wagen. Vielleicht kann ich die ja irgendwie nehmen. Kann ich ihn nehmen? Fahrzeug steigen. Sauber. Und jetzt? Ach, Beschleunigung, da. Bam. Boah, ich muss noch mit der Steuerung klarkommen. Okay. Rückwärtsgang. Ah, ich wollte den Rückwärtsgang. Gibt's hier nicht, oder was? Ja, wir schießen. Hä? Ah! Ja, holla! Komm, die großen Geschütze! Ah, lass mich hier raus! Fest! Schnauze da hinten! Ah, das Spiel gefällt mir. Bleib mal hier raus. Ah. Was ist denn hier der verdammte Rückwärtsgang? Ah. Rückwärtsgang. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich den erledigen, wenn ich dazu zu empfindlich anscheinend eingestellt. Ein paar Kugeln. Lebst ja immer noch. Der lebt ja echt noch. So, Feierabend mit dir. Oh, ist das geil. Kannst ja hier alles platt fahren. So lebe ich das. Da. So. Na, ist egal. Karre ist ja eh fast hin. War ich das etwa? Da war doch noch ein Boot unterwegs, oder ist er weg? Ja, ja. Geht doch. War doch nicht so schwer. So, und jetzt? Gute Arbeit, sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. Gerne, wo ist die Chef? Ja, hätte doch lieber die Karre gehabt. Naja. Ein Bötchen haben wir hier auch, oder? Nicht? Na, war ich gemütlicher dahin gefahren.
So. Oh. Die Landezone wird überrannt. Psycho und ich stoßen zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wie jetzt? Wie jetzt bis nach ganz da hinten laufen? Wo haben wir denn nochmal die Karte da? Heranzoomen. Ich wollte die Karte eigentlich bewegen, aber anscheinend gehe ich nicht. Kann ich nicht. Naja, ist egal. Ja, laufen wir. Autsch. Okay, da ist wieder ein Wagen. Ich will auch gleich schnappen. Tarnfeld aktiviert. Ich gehe mal in den Tarnmodus. Weiß ja nie, wer hier schon auf mich wartet. Okay, Leute, ich sehe hier gar keine. Energie kritisch. Das ist gut. Ich hoffe, das kann man vielleicht irgendwie verbessern. Ob das vielleicht so eine Möglichkeit... Aha. Aha. Gibt. Tarnfeld aktiviert. Um. Granate. So, erstmal am. So, ein Freundchen. Wenn du jetzt meinst zu kommen, gerne. Ah, wo bist du? Da. Ah, jetzt bist du weg. Okay, da ist einer. Hä? Schleich ich doch nicht so rum. Ah, verdammt. Kann der auch schlecht. Ah, alles klar. Ja, ist gut, Mensch. Kannst ja probieren, Chef. Ah, Schnellfeuer. Schnellfeuer. Mach ich das nochmal. Da. Ja, ich weiß, ich stelle mich richtig doof an. Aber lass mir noch ein bisschen Übung. Panzermodus. Ah, sowas habe ich auch. Ah, alles klar. Das heißt jetzt was? Zusätzlich Panzerung wahrscheinlich. Ah, ich kann durchballern, oder? Juhu. So, Panzermodus. Ach, Panzermodus. So, ich muss schnell... So, da. Jetzt ab in den Dschungel. Ach, der sieht mich da auch noch. Okay, das Spiel bietet so einiges. Soll nur drauf kommen. Mach doch mal Granate, ich versuche mal da hinten den Kollegen da zu erwischen. Huch, ging ganz schon daneben. Ah, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Wo bist du? Freundchen. Da versteckst du dich. Guck dir das mal an. Komm her. Alter. Die Palme fällt, das finde ich auch so geil. Ah, was ist mit mir los? Was? Boah, ist heute nicht mein Tag. Achtung, wir haben das Notsignal bis in ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Psycho und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Klar, Prophet. Munition nehmen. Wer weiß, wann ich das gebrauchen kann. Ja, ich stelle mich heute echt beschissen an. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Gebt mein Bestes. Denk mal nach... ein, zwei Parts mehr, dann habe ich's drauf. Das ist wie bei Syndicate. Am Anfang habe ich mir auch richtig doof angestellt. Heiligchen. Darauf habe ich ja gewartet. Diesmal war anständig. Moment, ich muss erstmal wieder schauen. Klar, komm. So. Jetzt die wilde Fahrt. Ich hoffe, ich fahre jetzt hier richtig. Sonst wird's so. Ja, da seid ihr Menschenskinder. Hallo, ich wollte schießen. Da, wieder L1. Ey. So. Also, das ist ein normales Fahrzeug. Das finde ich auch geil. Ja, super. Ah, Mist. Ich denke immer in ein anderes Spiel mit der Steuerung vom Auto. Ah, Feierabend. Schicht im Schacht. So.
Modus? Kann nicht schlecht, ich fahr Auto. Wo seid ihr? Eisige Lattens. Mahlzeit, Freunde! Oh, ja, schlecht. Ja, schlecht als recht. Oh Gott. Schlecht. Ich dachte, ich kann brechen, aber das war wohl nix. Okay. Naja, ich hab's auch überlebt. Ja? So, der erste kippt da um. Der zweite kippt da um. Ich sag der zweite. So. Jetzt hier Butter bei den Fischen. Maximale Panzerung. Machen wir mal die andere Knarre. Hängt davon ab. Wo hast du dich jetzt versteckt? Wie die in Panik geraten, ist doch geil. Maximale Panzerung. Bam! Ah, kommt ein neues Autochen. Das ist doch fein. Noch mehr KVA-Truppen, sie kommen auf sie zu. Macht ja nix. Achso, hier ist keiner. Da kann ich ja Panzermodus lange rausgehen. So, Überraschung. Ah, keine Hektik. Maximale Panzerung. Aber ich krieg hier sehr schnell Energieverlust. Das ist ja bitter. Boah. So. Maximale Panzerung. Nichts mit maximale Panzerung. Ich muss erstmal Luft holen. Noch die zwei, dann beende ich den Part. Maximale Zack. Ah. Komm du doch. Na, ah. Ja, mir reicht's mit dir. Ah. Feierabend. Das war's. Ha, ging doch gut. Man wurde sich ja nicht beschwert. Nein, Leute. Okay, der Part war... ja, ausschlussreich von meinem Verhalten des Spiels. Ja, bis jetzt macht Spaß. Ich muss wirklich irgendwo... brauche ich ein Feeling für, weil so eine Art von Setting kenne ich bis jetzt noch gar nicht. Also für mich war ja schon Syndicate eine Überraschung, das ist ja bombastisch. Aber ich hoffe mit eurer Hilfe, vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wird es besser. Ansonsten sage ich euch noch viel Spaß, schönes Wochenende und wir sehen uns zur nächsten Folge zu Crysis. Ciao, ciao.